Und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Hand Showdown. Ich war mit dem lieben Sockenschock und dem Siegesmund auf der alten Map unterwegs. Und wir hatten eine super, super spannende Runde. Die Runde ist ein bisschen anders als sonst. Ich habe auch lange überlegt, ob ich sie hochladen werde, beziehungsweise ob ich sie schneiden soll und habe mich jetzt für ja entschieden. Und warum das der Fall ist, das müsst ihr euch angucken. Aber bevor es losgeht, denkt an mein Turnier, was morgen Abend beginnt. Das ist mittlerweile das 9., glaube ich, oder das 10., nee, ich glaube das 9. Turnier. Einfach ab 19.45 Uhr Samstagabend Stream gucken bei mir, 1049.de, wie hier bei YouTube. Und mitmachen beim Turnier. Es gibt wieder tolle Preise zu gewinnen. Es gibt DLCs zu gewinnen und mal gucken, ob es noch irgendwas anderes gibt. Lasst euch überraschen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, würde mich über einen Kommentar von Algorithmus freuen. Ein Like wäre sensationell. Und die Leute, die noch nicht abonniert haben, worauf wartet ihr denn? Haut rein, viel Spaß. Wie lange warst du bei der Bundeswehr, Fabian? 2 Jahre. Ah, okay. Hab Reserveoffizierslaufbahn gemacht. Das weiß ich ja nicht, ob es das heute noch gibt. Ich glaube, es gibt es noch. Mhm. Ja. Verpflichtest dich für 2 Jahre, machst in den 2 Jahren alle Lehrgänge, die ein normaler Offizier auch macht, aber halt quasi nur Lehrgang an Lehrgang. Mhm. Der normale Offizier braucht dafür dann 4 Jahre. Du machst das eben alles in 2. Musst dich dafür eben auch gesondert dann qualifizieren. Und dann gehst du nach 2 Jahren als Fähnrich ab, das entspricht dem Feldwebel eben auf dem so genau, und dann bist du 1 Jahr Zivilist und dann kommst du nochmal wieder, dann treten nochmal alle an und dann wirst du Leutnant und gehst wieder nach Hause und dann kannst du halt in deiner Freizeit Semesterferien oder was auch immer, kannst du dann halt Wehrübungen machen, wirst dann weiter befördert. Ich habe das nie gemacht, mein Bruder hat das weitergemacht, der ist jetzt glaube ich Oberstleutnant oder sowas, oder Oberst glaube ich sogar. Ja, das hat schon Spaß gemacht in den 2 Jahren, aber ich war dann auch froh, dass es wieder vorbei war und ich bin aber deshalb auch weiterhin Befürworter der Wehrpflicht. Ich auch. Denn ohne wäre ich da nicht hingegangen und die Bundeswehr hatte damals schon ein Nazi-Problem und hat jetzt sicherlich noch ein viel größeres Nazi-Problem. Ich weiß also, bei mir in der Stammeinheit, da waren 2, 3 Unteroffiziere, das waren nette Menschen, wie du immer denkst, ja, wenn man so miteinander zu tun hat, die sind ja irgendwie ganz normal. Und dann guckst du aber bei denen auf den Schreibtisch und dann haben die da Hakenkreuze und irgendwelche Schwarz-Weiß-Fotos von Nazi-Aufmärschen in Nürnberg oder in München. Und beim Duschen siehst du dann auch mal, dass die irgendwelche SS-Tätowierungen haben und so. Hä? Eben noch mit dem ganz normal geredet. Aber klar, wenn du nicht Feindbild bist, dann sind das ganz normale Leute. Hm. Wobei bei mir sehr schnell klar war, dass ich damals, hat man es noch nicht gesagt, aber dass ich links-grün versiffter Gutmensch bin. Also ich habe auf einem Fliegerhorst gedient, wo eben auch amerikanische Atomwaffen lagern. Und das war tatsächlich Ziel meiner oder Auftrag meiner Einheit, die zu bewachen. Also deshalb haben wir auch immer zu Orts- und Häuserkampf gedöns und sowas gemacht. Mhm. Und als der Film Operation Broken Arrow rauskam, haben wir alle die Stirn gerunzelt, weil das tatsächlich einer unserer Standard-Codewörter und Übungen waren. Also real existierend. Da haben wir alle gefragt, wer hat da gequatscht? und deshalb so 1-2 Mal im Jahr, immer wenn da mal im Spiegel stand, dass also auf diesem Fliegerhorst Atomwaffen lagern, gab es dann halt auch Demos vor dem Tor und teilweise sind dann eben auch Aktivisten über den Zaun geklettert und sobald die halt in den inneren Bereich kamen, ich prestige ja nicht, war das dann. Die drinnen sind Schlangen. Dann hol dir. Reinhardt oder Dings? Ja, gerne Reinhardt. Ich war 3 Jahre beim Bund Mannschaftslaufbahn und sollte auch in Kosovo gehen, aber damals war dann in Frankfurt oder diese Hochwasserkatastrophe. Sind wir dann abgerufen worden und haben dann dort Säcke gepackt und geschleppt. Ja, und so hast du auf jeden Fall das Bessere losgezogen, möchte ich sagen. Absolut, ja. Achso, und was ich gerade noch sagen wollte, da Aktivisten über Zäune kletterten, um gegen Atomwaffen zu demonstrieren. Da wurde immer gescherzt, ja hier,
Fan des Sigismund einig, würden sie das doch jetzt auch machen. Ich habe auch gesagt, ja, also fühle mich und habe bei mir gedacht, ey, fühle mich denen auch verbundener als, wenig überraschend, jedem Stabsunteroffizier mit seinem Nazi-Aufmarsch auf dem Schreibtisch. Mhm. Aber ohne Wehrpflicht wäre ich da halt nie gewesen. Hätte da nicht als auch als Gegengewicht gelten können. Ja. Ich weiß noch, wie dann auch lustigerweise oder wenig überraschend genau dieser Stabsunteroffizier, der offensichtlich Nazi war, mir dann noch sagte, als wir mal so zwei, drei Demonstranten dann auch auf dem Fliegerhaus eingesammelt haben und mit dem Auto dann mit denen zur Hauptwache gefahren sind, habe ich mich auch mit denen unterhalten. Da war ich noch Fahnenjunker. Als Fähnrich hätte er sich das nicht mehr erlaubt gehabt. Vielleicht war ich noch nicht mehr, ist ja auch egal. Auf jeden Fall hat er gesagt, hier, Sigismund, reden Sie nicht mit denen. Und natürlich will ich mit denen. Das sind Bürger, ich bin Bürger. Und dieses ganze Konzept Staatsbürger in Uniform, was ja der Wehrpflicht auch zugrunde lag damals oder was so das Ideal der Bundeswehr war, das finde ich immer noch sehr richtig. Denn wenn die Alternative ist, die Armee, der Staat im Staat, dann ist das nicht gut. Und das sieht man ja auch in den USA. Das stimmt, ja. Mit eigener Gerichtsbarkeit und eigenen Gesetzen, eigenen Städten. Das ist halt nichts. Und gerade wenn du eine Armee bist wie die Deutsche, mit so einer verbrecherischen Historie, musst du halt meiner Meinung nach sehr, sehr aufpassen, wen du da reinholst. Da will jetzt natürlich keiner mehr hin. Warum auch? Das ist ein Job, bei dem du gegebenenfalls erschossen wirst. Ist der Boss? Ja, also bei uns ist er schon. Ach, ich hab's dick echt, ja. Geil. So gut bezahlt ist der auch nicht. Komm mal mit. Ich geh erstmal zum Ofen. Weiß. Also, dass man sich da schwer tut, Nachwuchs zu finden, das verstehe ich wohl. Ja, und dass dann vorrangig Leute hingehen, die so Militär und ja, das muss jetzt, das muss Lehrer jetzt viel Schlamm? Viel schlimmer sein. Doch nicht. Das muss jetzt viel schlimmer sein, ja. Ja. Denn damals hattest du halt regelmäßig, zumindest einmal im Jahr, hattest du auch den Schwung der gezwungenen Abiturienten, die das jetzt auch mal mitmachen mussten. Mhm. Und das hat halt schon auch, finde ich, der Bundeswehr gut getan. Absolut, ja. Also jetzt nichts gegen Nicht-Abiturienten, aber für die war eben, für die meisten davon, war dann halt die Bundeswehr ein notwendiges Übel, was man machte auf dem Weg. Bevor man dann eben studieren geht. Mhm. Die Soldaten, die ich dann auch mit ausgebildet habe, das waren halt immer, also im Oktober, wie war das? Im Juli und Oktober kamen immer die Abiturienten zu den anderen zu den anderen Quartalen oder was auch immer das war. Kamen die halt nicht und ich hatte immer unter mir die Quartale, die eben nicht die Abiturientenquartale waren. Und da war dann die Quote derer, die auch sich Soldat als Berufsleben und Ziel dann ausgesucht hatten, die war dann halt deutlich höher. So, wollen wir da noch runterrennen? Das sieht so aus, als dann. Ja, doch, machen wir noch, oder? Ja. Dann aber los. Wobei ich auch viele Abiturienten kenne, als jetzt damals von meinem Jahrgang noch, die dann halt ein FÖJ gemacht haben, also da haben das dann halt freiwillig gemacht. Oder einen freiwilligen Wehrdienst. Gab's auch ein paar. Echt? Mhm, gab's ein paar. Das bei mir, glaube ich, nicht. Also irgendwas hat mich schon von links außen beschossen, glaube ich. Das ist mal was anderes, sonst werde ich immer noch von rechten beschossen. John Hatcher, das ist schon draußen, hier links außen. Hinten läuft er quer. Ah, da kann ich dich durchschießen. Hier so eine Sophia oder wie sie heißt.
Wehrläufer. Mhm. Er hat sich kurz in Richtung Ausgang orientiert und wollte dann doch nicht mehr. Ja, eigentlich muss ich auch mit euch daran. Das gibt die Wetterli nicht her. Oh, da! Fenster. Ich gehe links an euch vor. Hier, links außen. White Shirt. Und hier oben ist jemand drin. Ja, ja, ja. Ich schmeiß da was rein. Mhm. Ich schmeiß hier was rein parallel. Nichts. Auch nichts. Außen, links außen wieder. Komm ich jetzt auch mal. Close. Darüber. Nice, down, aber nice, ich dachte vielleicht. Blutet nur leicht. Schmeiß einer rein. Der killt mich fast. Hit. Oh, außen, außen, außen. Ich seh keinen. Außen am Bosslayer. Ich geh hittet einmal. Hit. Check einmal. Mhm. Zwei Stück noch, sind nur noch die. Die sind jetzt aber hinten auf dem Hof schon. Hier liegen ganz viele Tote, oder? Ne, hier drin. Warte, ich scanne nochmal. Ja. In dem Gebäude, aber schon ein bisschen weiter hinten. Außen jetzt? Nee, ist wieder rein. Hinten im Bosslayer meinst du? Ja, bei der Tür war gerade einer raus rein und jetzt sind sie aber vielleicht auch schon hinten. Schauen wir mal gleich. Nee, oben verteilt. Einer da. Scheiße. Sollen wir den draußen gerade mal anzünden? Ja, ich hab ja, Feuer. Wir können einmal kurz looten, weil wir sind ja gerade. Ja, also, du könntest ja da. Nicht hm? Ah, hier ist Feuer. Ich hab auch. Ich schmeiß euch das kurz raus. Ja. Perfekt. Oh, hier ist ein Dolch. Ja, hier drin auch. Oh, nice. Willst du ihn nehmen? Kann ich. Also, ich ja, hab ja auch Shot. Passt auf jeden Fall. Sehr gut. Jetzt hab ich den nicht gut. Ah, scheiße. Na. Oh, ich habe wenigstens die Sekunde, also eine Sekunde wieder. Ich habe da meine Dolch nachgeladen und da hingelegt. Mhm. Falls hier einer will. Kann man auch noch looten. Dann hole ich mir mal kurz Sekunden. Ja mach mal. Acht Münzen. Ja, ich schmeiß die ruhig noch rein. Aha. Ist hier irgendwas Gutes dabei? Ach, sogar eine Dolch Precision. Naja. Gut, ich kann sie nicht mehr nehmen. Aber. Wieso? Achso, ja. Ich habe schon eine kleine Dolch und eine Slug Shotgun jetzt. Also, das wird ziemlich dekadent. Nehme ich die später mit. Willst du nochmal gucken, wo hier ja, der ist? Ja. Die sind rumrotiert nach Norden. Einer okay. Nach Norden und einer ist, glaube ich, immer noch ganz hinten im Bosslayer-Gebäude. Habt ihr den außen Angriffe mit? Hier ist auch noch einer. Ja, der brennt. Okay, cool. Also, die waren ein bisschen verteilt. Einer war nordwestlich, einer nördlich. Aber nicht close, oder? Ganz close. Na, also 50 Meter. Okay. Das heißt, dann lass auf den nördlichen gehen, denn der ist der Unsichtbare. Mhm. Okay. Dann scanne ich jetzt nochmal. Ja. Ja, immer noch 50 Meter weg, also unten beim Wasser. Ganz weit, der ist ja hinten im Krematorium, ist der. Was, so weit? Ja, der ist auf der anderen Seite. Ich hätte geschätzt, dass der da unten sitzt. Ja, da hinten. Da komme ich in meiner Packs überhaupt nicht hin. Ja, dann lass uns den anderen holen. Der holt jetzt wahrscheinlich das andere Bounty. Achso, der andere läuft auch hinterher. Sind beide unter der Brücke jetzt. Dann holen die jetzt wahrscheinlich das andere Bounty. Dann lassen sie ihren Kumpel da liegen. Vielleicht random Team. Der ist auch ausgebrannt zur Sekunde. Water Devil ist jetzt, geht er auf die? Ja. Das heißt, sie sind immer noch beim Wasser. Ich sehe sie hinten rennen. Hit! Nice. Den. Nice. Aber nur ein Dolch-Hit, also. Oh, der andere ist ganz weit weg. Ich habe jetzt auch die Sicht auf den einen verloren. Der eine hat. Oh, einer ganz close! Ja, da. Der eine hat Scope, der killt mich jetzt hier durch den scheiß Wagen, ey. Ja, für mich sieht's auch nicht so gut aus. Uff, das trifft mich in einer Tour. Hab mich geheilt. Kann nochmal scannen, eine Sekunde habe ich noch. Ja, mach mal. Ja, jetzt sind sie beide schon bei Pitching auf jeden Fall. Also die, Dings.
Ich muss sogar an den Wagen und Heal holen. Die Daughter, die hat, die muss einen Scope haben. Scope und Spitzer, würde ich behaupten. Oder Full Metal Jacket, irgendwas. Auf jeden Fall hat die dadurch einen kompletten Waden durchgeschossen. Mal bitte nicht an die Toolbox. Ich habe nämlich nur noch einen Heal. Könnt beide reingreifen, wenn ihr wollt. Danke. Gut, das wollen wir ja nicht, dass die mit unserem Bounty abhauen. Also eigentlich müssten wir jetzt... Nee, das... Blanchet. Wie laufen sie denn jetzt? Aber ich habe jetzt auch keinen Long Range Loader. Wir können natürlich auch einfach links hoch, ne? Die sind ja, halt immer noch im Pitching. Die sind oder wollen Pitching. Die wollen halt ihren Mate holen, die haben ja Bounty, ne? Stimmt, also. Ja, ja, ja. Halt Raben, noch... beziehungsweise Krähen hier vor uns. Ja, aber der Blitz ist ja bei Pitching. Ja, ja, die sind, die haben den noch nicht aufgegeben. Gehen wir schon wieder hin jetzt, auf die, ne? Ja, okay. Ja, ja, können wir machen. Wir können dann nur nicht übers offene Feld rennen. Also ich zumindest nicht, mit der Shotgun. Ich habe auch eine Shotgun. Vielleicht sind sie jetzt im Keller, ich weiß nicht. Aber der eine hatte, wie gesagt, ordentliche Reichweite. Hä, warum blitzt das denn nicht? Hä? Das hat nicht geblitzt, ich weiß nicht, wo er ist. Ah ne, die laufen zu unserem Boss. Ach, das bist du, den Blitz, den ich die ganze Zeit sehe. Wow. Ja, wenn die so weiterlaufen, dann, dann kommen die halt oben raus. Ja. Dann lassen die den Mate liegen. Ja. Ach, die sind ja schon da. Ach du Scheiße. Haben sie das denn gemacht? Das Mal, wo ich die Map gecheckt hatte, war der noch bei Pitching. Ja, da war der noch im Krematorium. Genau. Haben sie aber richtig reingehauen, Mensch. Ja. Aber ich glaube, die Daughter of Decay, die hat halt noch Bock. Die hat halt Scope. Für die sind wir jetzt halt auf dem Präsentierteller. Na, er hat kein Scope. Wo war die denn? Hast du die gesehen? Oben an der Mauer. Ja, da, genau. Kommt aber linke nicht Seite. Also linke Seite von diesem Gebäude. Jetzt rechts. Ah, das kann ich mit der Dolch vergessen. Ja, ja. Ja, ich komme mit der Packs da auch nicht hin. Wieder an dieser Mauer, wo du vorhin gepinkt hast? Mhm. Boah, keine Chance, was machen wir? Hm. Hast du irgendein Explosive? Nee, aber ich hab Stacheldraht. Ah. Er kann aber durchschießen. Ja, ich hab halt noch Chokes, könnte man noch zusätzlich zum Sichtrauben verwenden. Komm, ich versuch's, probieren? Ich schmeiß mal vor. Ich geh hin, ja? Ja. Mach, schmeiß am besten zwei. Ja, das ist alles raus. Oh. Ui. Boah. Stehst? Steh vor dir? Ja! Oh la la, dein Schild! Ui. Wow. Wo ist denn hier mal Deckung, ey? Dankeschön. Nice. Ja, das ist halt hier mega beschissen. Durch den Sumpf da. Ja, jetzt wünsche ich mir die Sniper-Runde von vorhin. Ja, wirklich. Also ich bin ja der Einzige mit Blitz, soll ich mal hier sitzen bleiben und ihr versucht irgendwie nach links an dem Map-Rand hinten Norden und dann zu ziehen. Links. Und ich schieße ab und zu zurück, dann haben sie vielleicht, dann merken sie es vielleicht nicht. Ja. Schießen sie auf euch? Das war auf mich, ja. Doch, doch. Achso, scheiße. Okay. Hört die Choke schon wieder aufgehört oder höre ich sie nur nicht? Nee, sie ist noch da. War kurz auf der Map vor, oder? Ist die gerade nur hier? Nee, sind immer noch da. Noch weiter nach hinten? Oh Gott, ja, Hauptsache nach links, ne? Dann könnt ihr nämlich die Deckung nach Norden. Nur jetzt sind sie beim Boss, jetzt nehmen sie auf. Aber das heißt, jetzt aimt gerade vermutlich keiner ab, oder? Ne, die eine aimt dich bestimmt immer noch ab. Nee, ich push grad vor. Es sind halt nur noch zwei. Ich versuch so nah wie möglich ranzukommen.
Na, hinten raus. Ich renn hinterher. Aber das wird knapp halt. Das wird knapp. Gehen so ein bisschen nach Reinhardt eher. Also nach rechts raus. Die rennen nicht zum Ausgang. Mhm, ja, lass einfach straight zum Ausgang jetzt. Dann haben wir vielleicht noch eine Chance, hier abzufahren. Jetzt so nach Joho. Wollen sie auch echt noch ihren Mate holen? Die wollen wahrscheinlich nochmal zurück, ja. Meinst du, sie sind deutsch? Vielleicht gucken die zu. Sind da jetzt auf einer Insel vor Darrow? Aber das hat mich eben so irritiert, dass wir auf die Map gucken und die sind in Pitching und dann guckst du einmal nicht hin, sind sie halt schon einfach komplett woanders. Wir haben es ja auch alle nicht mitbekommen. Nee. Ja, die sind bei Darrow, also. Vielleicht gehen sie sogar zu Catfish. Ich laufe jetzt nach Lost Bay. Die laufen nämlich jetzt wieder zurück. Die laufen. Muss schon wieder über den Scheiß, durch den Scheiß. Soll ich mal, pass auf, ich renn mal zum Ausgang. Weil dann denken die, wir gehen raus. Meinst du? Ja, oder? Vielleicht, ja. Dann werden sie super unvorsichtig. Also könnte ich mir halt vorstellen. Ja, es sind ja auch nur zwei. Ihr seid auch zwei. Also. Da müssen wir, ja, aber da müssen wir halt auch jetzt wieder direkt zurück zu deren Kumpel. Die Frage ist, wie viel Darkseid-Boost die noch haben. Vom Aufheben bei Blanchett. Ja, die werden auf jeden Fall gucken, wenn die da unten sind. Naja, ja. Generell werde ich mich ein bisschen fernhalten von euch, weil dann wissen sie nicht, wo ihr seid. Und dann komme ich jetzt von Norden nochmal an die ran. Dann seid ihr praktisch automatisch. Jetzt sind sie bei Darrow am Wagen, okay? Nee, ich habe mich nicht verguckt. Ich habe hier auf der Map gesehen. Oh. Wenn noch weiter, dann ist östlich von Darrow. Jetzt zwischen Darrow und Alice. Ja, geh nicht so nah ran, nicht, dass sie plötzlich die Richtung wechseln und dich dann platt rennen, ne? Ich schaue ständig auf die Map. Okay. Sind immer noch bei Alice? Also es scheint kein Random-Trio zu sein, weil... Nee. Ja, die hätten den sonst wären sie schon längst gegangen, ja. Scheiße. Ja, jetzt sind sie bei Alice. Vielleicht kommen sie jetzt hier bei Healing Waters, wenn sie da über die... Ja, wir sollten nicht unten direkt zum Compound. Wir sollten irgendwo mittendrin abfahren. Nee, ich bleib jetzt hier Healing Waters und hoffe, dass sie da jetzt... Sind jetzt über den Fluss schon. Ja. Komm jetzt gleich auf die offene Wiese zu dem Aussichtsturm. Ja, da hab ich leider noch keinen Winkel hin. Hier sind bestimmt lauter Krähen. Also ihr dürft jetzt natürlich nichts aufscheuchen. Ja. Ich mache jetzt schon extra Krach. Ja, hier sind jetzt schon. Aha, ich könnte sie wahrscheinlich sehen. Jetzt hier hochhüpfe. Aber lasst euch ruhig da Zeit. Da kommt sie. Verfehlt. Scheiße. Schon wieder verfehlt. Oh, ich bin jetzt hier auch leider in der blöden Sackgasse. Oh, er ist super close. Oh, super close, leider. Bei den Hunden da hinten. Oh nein, jetzt kommt der Scheiß. Läuft wieder weg. Schießen beide auf mich. Sind beide da. Ah, ich musste querlaufen. Scheiß, der Scheiß Dingens wäre wieder gekommen. Der Scheiß Armored Meatlab Dingsbums. Sind jetzt auch gleich da. Seh einen. Querlaufen. Direkt bei mir. Hit. Ab mit auf ihn. Der andere schießt jetzt auf mich. Das ist hier keine Deckung. Oh, ja, man kann meinen Kopf da sehen bei der Mauer. Das ja, ist natürlich. Ja, das ist... Musste ich weiter retten. So, Jan holt das Ding jetzt. Noch mehr Druck. Ah, jawohl. Einer holt. Nee, Quatsch. Weil über die. Hält die jetzt natürlich wenig davon ab, dass sie ihren Typen durchlaufen. Naja.
Aber der ist jetzt oben bei Socke, der andere ist direkt bei dir. Mhm. Einer holt mein Bounty. Nee, bei mir ist keiner. Das war falsch. Das ist ja mein Bounty. Die sind beide bei deiner Leiche. Ja, bei der Bewaffnung dauert das so, glaube ich, einfach ein Headshot. Die müssen einfach rankommen. Fabi, wo genau liegst du? Leider zu weit weg auf von der Show. Auf der Gasse, ja. Ah, also nichts, wo man den Close Quarters Combat enforcen könnte jetzt. Okay. Also komm aber. Mal kurz draußen wieder rein. Ja, Map sagt, einer geht jetzt zu mir. Du könntest den anderen versuchen zu pushen. Der ist jetzt alleine. Okay. Einer ist jetzt bei mir. Ja. Wo ist der? Wo ist der? Einer ist bei mir, der andere ist bei Fabis Leiche. Also rechts davon leicht, der Blitz. In dem Schuppen, schätze ich. Man muss jetzt das Zeitfenster nutzen, eigentlich. Ja, machen kaputt. Ah, ist da draußen dran. Kann der andere links, natürlich unterstützen. Links, ja. Sind sie auch wieder. Der andere ist jetzt mitten auf dem Feld, also der kommt jetzt gleich dazu. Schade. Ich meine, die sind beide hier, oder? Also hinten. Ja, ich denke auch, die werden jetzt... Moment, ach, warum haben die denn das Bounty immer noch nicht genommen? Das frage ich mich auch. Oh, da war er. Hey, warum sind das? Achso, genau. Die beiden plus. Links hinten, bei dem großen Baum. Naja, das kann ich schlecht beschreiben, aber an der Mauer links. Links von meiner Leiche. Jetzt auf meiner Leiche. Ja. Der lootet, glaube ich, gerade. Ja, jetzt hat er. Aber die sind beide sehr gut mit der Libelle, ne? Das ja, ich glaube, da fängst du. Gut. War er da? Ja, er ist gerade von links nach rechts über die Wiese gelaufen. Einer ist auf der Straße gerade. Ja, die wollen das schon auch ausspielen. Ja, ich hab schon gesehen, die sind bei mir auch auf dem Discord. Ich werde da gleich mal Hallo sagen. Nach der Runde. Kannst du alle hier reinziehen einfach. Mhm. Okay, lustig wäre es, ja. Muni wäre mal gut. Kommen jetzt wieder relativ nah. Mhm. Werden jetzt vermutlich was zum Verbrennen für mich suchen. Oder jetzt pushen sie vielleicht auch. Ja, die könnten natürlich jetzt weiterlaufen unten zu ihm, aber die haben offensichtlich Bock, das auszuspielen. Finde ich auch völlig okay. Einer ist wieder bei Fabis Leiche, einer bei meiner. Die sind jetzt gerade ein bisschen aufgeteilt. Der eine würde mich jetzt anzünden. Ja. Ja, scheiße. Nee, nicht fragen, ob sie einen gehen lassen, das ist doof. Ja. Also wenn dann vorher, bevor man sich noch nicht beschossen hat, aber wenn das eine Team dann halt schon ausgebrannt ist, halb, zwei Drittel ausgebrannt ist und dann so, wollen wir jetzt nicht Freunde sein? Das ist natürlich Quatsch. Maß uns ja nichts bringt, weil wir sind ja dann ausgebrannt. Und wir haben deren Mate auch schon verbrannt. Ja, ja, können wir auch nicht vergessen. Ich höre da Schlangen. Ich?
Ich habe andere Probleme gerade. Also sie bleiben immer noch auf Abstand, außerhalb des, also bei Sockes Leiche. Einer ist auch rechts von der Straße, laut Blitz, bei dieser großen Eiche, schätze ich. Das ist ja keine Eiche, bei dem großen Baum. Ja. Ich sage aber auch immer große Eiche. Die berühmte Louisiana-Eiche. Wer kennt sie nicht? Ich sehe da nicht durch. Ich hätte aus der Position. Schritte bei meiner Leiche? Sachen zum Werfen gehabt. Ich weiß nicht, warum ich es nicht getan habe. Links, da war er. Ja, habe ich gesehen. Willst du das wirklich mit der Pax durchspielen? Was soll ich machen? Soll ich mir hin? Ja, die kommen nicht. Ja, ja. Sonst hin. Du kannst dem Bosslayer was holen. Da lag eine deutsche Precision. Ja, das ist eine gute Idee. Du musst ja nur das Bounty holen und die wollen ihren Mate noch haben. Also kannst du theoretisch auch jetzt dahin rennen. Stimmt. Bei mich kriegst du nicht mehr. Stimmt. Guck für dich auf die Map. Ja. Komm hinterher, sind jetzt aber gerade mal. Sind immer noch. Bei Fabis Leiche, so. Ja, also. Okay. Laufen Sie! Keine Ausdauer. Oh nein. Und da war die Pimmelfische, nee, das ist nicht schlimm, hier kommst du so drüber. Achso, ja. Ich komm keinen Meter voran, ich muss jetzt mal Ausdauer aufladen. Renn doch durch, das ist doch wurscht. Die sind jetzt im Wald bei Pitching. Du bist ja nur, du bist ja. Ach so, für das Kämpfen meinst du. Hm. So, der Außen ist ja verbrannt, aber innen drin waren noch zwei oder drei. Das ist ja der Mate hier von denen. Genau. Ja, ja, das ist der Mate, genau. Das ist schon mal gut. Ja, finde ich nicht schlecht. Und jetzt durch Precision oder sowas, was hier halt passt. Ja. Die Shotgun ist doch gut. Die Shotgun ist gut, ja. Ich bräuchte nur eine bessere Pistole. Ich meine, ich habe eine Sparks Pistole gesehen. Da liegt. Da liegt doch noch eine Springfield. Warte kurz. Hier lag Sparks irgendwo noch eine. Natürlich schön. Hier. Da ist er. Die hängen immer noch da bei Pitching im Wald rum. Da unten ist auch Special Ammo, hast du gesehen, ne? Brauche ich gerade nicht, aber ja. Also unter der Plattform, wo du gerade drauf bist. Das Ding ist halt, wenn sie deinen Stream gucken oder meinen, dann haben wir ein Problem. Wissen sie genau, was ich vorhabe, ne? Ja, ich kann mal hören. Nee, aber sie bewegen sich jetzt bei Pitching. Ja. Lernen sich jetzt. Mist, sie wissen, dass wir Stream snipen. Wir müssen rangehen. Die schießen in Köpfe. Aha. Ich bleibe jetzt erstmal auf der Map. Okay. Crossen jetzt die Straße vor Pitching. Einer ist gleich bei der Brücke. Beide sind gleich bei der Brücke. Ja. Vielleicht jetzt mal gucken, denn dann kommen die jetzt vielleicht aus der Brücke raus. Na, noch sind sie nicht da. Moment. Jetzt sind sie bei der Brücke, glaube ich. Ja, auf der anderen Seite. Da kommt sie. Da ist schon drauf. Nein! Oh nein! Mann! Schön. Die blutet auch. Oh je. Oh je. Heal ist hier. Beide genau zusammen. Bitte. Nordwestlich. Jetzt ein bisschen verteilt, eine da. Ja. Uiuiuiui. Wenn der eine mich pusht oder ihr was seht, dann sagt mir bitte Bescheid. Ich gucke jetzt nicht mehr auf die Map, dafür ist es zu spannend. Außer musst du ja lauschen. Ich höre einen hier drüben. Ja. Rechts im Matsch, ne? Nicht, dass ihr dir gleich was an den Kopf schmeißt. Ja.
Hast du nicht mal die Shotgun? Ich hab die, ja. Hm. Ja, weil du gerade mit der Sparks-Pistole herumrennst. Hm. Ah, und da oben ist ja noch der Winkel. Da hat er, glaube ich, auch gerade geguckt. Der andere ist hier hinten. Mhm. Palim, palim. Sehr schön. Mann. Schmackhaft. Nochmal. Ah. Mann. Ja, hörst du ja. Mhm. Der eine ist immer noch oben auf dem Durchgang. Ich kann hier nicht nochmal pieken. Ein Blitz ist jetzt aber schon ein bisschen südlich gewesen gerade. Naja, man hört sie, ja. Ne, ja, ich höre sie nicht. Ach so, irgendwie. Okay. Ich höre nur dieses Atmosphärengeräusch, wenn man halt tot ist. Im Zweifel mal raus aus dem Spectaten und wieder rein. Ich gehe mal in deinen Stream vielleicht auch. Ja, in deinem Stream geht's. Ich bin aber auch sehr vorsichtig. Ultra vorsichtig, aber, ja. Aber... jetzt rotieren sie außen rum. Sehen sie gleich, da liegt Scheiße auf dem Kollegen. Ich glaube, du musst eher ein bisschen rüber zu dem Kollegen, nicht, dass sie den freisprengen. Ach, da ist ja auch noch auf. Oh, einer sneakt auch rechts von dir auf Holz, ne? Ich höre es, ja. Entschuldigung. Nee, das ist gut, das hilft mir. Ja, springt er das weg. Jetzt kommt der andere. Rechts ist drin bei dir. Mhm. Komm, nimm die Shotgun. Komm, ja. Greif! Greif ihn noch an, er hat nur eine Sparks! Oh Mann! Jetzt stell dir den anderen wieder auf. Pass auf, ich stell den anderen wieder auf. Ich muss zum anderen hin. Ja, was soll ich machen? Nein! Oh nein! Hey, Bomb. Jetzt. Dann killst du halt den. Komm, der ist leer geschossen. Jetzt kannst du wieder Shotgun pushen, oder? Ja, mach. Jetzt Shotgun. Nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Der andere revived. Der andere revived. Scheiße. Da sind sie. Ja. Gut, der eine hat 50. Ja. Ich habe keine Heilung jetzt mehr. Egal, du killst die jetzt alle. Pass auf, die laufen, werden jetzt zum Ausgang laufen. Die haben ja nichts mehr zu holen hier. Du musst jetzt hinterher, fürchte ich. Laufen die schon? Einer ist noch hier neben mir. Ja, einer ist noch da. Shotgun nur rein. Push den mit der Shotgun weg. Einer rennt jetzt langsam zum Ausgang. Nee, sind immer noch beide da. Hol ihn! Nein, das war's mit Heilung. Da ist der andere. Du holst die Kills in den! Nein! War getradet! Fuck. Was ein Krimi. Ja, wirklich Krimi. Ich gehe da mal kurz rüber und gehe mich bedanken. Ja, mach mal. Boah, das war. Dankeschön, Aki. Oh, sehr schade, ja. Mich hat's super geärgert. Oh, mega ärgerlich. Mhm. Aber gut, gut gespielt. Ich meine, hätte ja mal ein Headshot dabei sein können. Hast ja viel getroffen. Ah, den Durin, den hatte ich gestern auch schon mehrfach in der Runde tatsächlich.
Was für eine Runde. Mal was ganz anderes als sonst. Es sind tatsächlich nicht so viele Kills passiert. Wir haben tatsächlich nur 2 Kills gemacht. Einmal, den habt ihr ja gesehen, den sie eben aufgehoben haben, den ich da unter Stacheldraht eingepackt habe. Und jetzt ich eben mit dem Trade. Mega ärgerlich. Aber für mich war das... ja, ich möchte keine Äußerungen tätigen, aber es kam mir halt sehr nach Stream-Sniping vor. Die Jungs, die waren... beim Siegesmund im Discord und haben auch miteinander geredet, also die hatten da, waren da im Voice und ja, es kam mir schon alles sehr komisch vor. Als ich bei Healing weggelaufen bin, sind die sofort hinterhergekommen. Woher sollen die denn wissen, dass ich dann sofort weglaufe, ne? Die hätten ihre Sekunden ja extrem aufsparen müssen und genau in dem Moment hätten sie gucken müssen, wo ich weglaufe, und die kamen halt direkt hinterher. Es war halt alles ein bisschen seltsam und ja, aber was will man machen, so ist es manchmal. Als Streamer passiert dir das halt leider sehr, sehr oft und ja, ich finde es ein bisschen lame, wenn es wirklich Stream-Sniping war, weil Stream-Sniping ist im Grunde genommen nichts anderes als Cheaten, weil man weiß genau immer, wo die Gegner sind und kann die Positionen haben. Wir hatten letztens eine Situation, da hat auch... jemand war in meinem Stream und ich bin in Situationen abgeschossen worden, wo ich mir gedacht habe, woher weiß der das, ja, und das passiert halt, wie gesagt, immer mal wieder. Ärgert mich wirklich, aber wie ich fand, war das eine sehr, sehr spannende Runde. So, und jetzt möchte ich nochmal auf mein Turnier aufmerksam machen, habe ich zwar schon am Anfang, aber es gehört natürlich nochmal dazu, damit auch so viel wie möglich mitmachen können. Ich muss auch dazu sagen, ich werde live im Stream DLCs verlosen, also jede Stunde einen. Wenn ihr Bock habt, müsst ihr nicht unbedingt beim Turnier mitmachen, um Skins zu gewinnen, beziehungsweise um DLCs zu gewinnen. Ihr könnt auch einfach, wenn ihr meinen Stream guckt, morgen DLCs gewinnen. Also wie gesagt, Samstag 19.45 Uhr geht's los. So, und jetzt wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag. Ob ich heute Mittag on bin und heute Abend, kann ich noch nicht so genau sagen. Müsst ihr gucken auf Twitch. Ich versuch's auf jeden Fall. Denkt an mein Teamspeak, das ist unten verlinkt, genauso wie game.de. Die haben mir das extra für euch zur Verfügung gestellt, das war kurz der Faden weg. Könnt ihr jederzeit nutzen, könnt auch gerne game.de mal besuchen, gerade wenn ihr selber Teamspeak, Mumble, Root-Server, Game-Server, Web-Server etc. sucht, seid ihr an der richtigen Adresse, an der Super-Adresse, sage ich eigentlich immer. Holy Energy ist unten verlinkt, eine gesunde Alternative zu Red Bull, Monster, etc. Ich bin komplett durch, es tut mir leid. Ich kann das wieder. Ich habe jetzt aber auch keine Zeit mehr, um das Outro nochmal einzusprechen, sonst würde es wieder ein Outtake-Video geben. Deswegen führe ich das jetzt mal so weiter. Unten ist Holy Energy verlinkt und 2 Rabattcodes. Unser Discord ist unten verlinkt und jetzt wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag und denkt ans Turnier morgen. Haut rein. Oh Gott, furchtbares Outro, es tut mir wahnsinnig leid. Tschüss.